Nun, ihr Lieben, nach dem letzten Treffen, das war ja dem Denkmuster Welt gewidmet, bleibt heute eigentlich nur ein Thema übrig, das Pendant dazu, Denkmuster Ich. Und ich habe den Eindruck, dass es kaum eine Tatsache gibt, die den Menschen so offensichtlich erscheint wie die Tatsache Ich bin. Und das verbunden mit einem tiefen Empfinden, dass das so ist. Weil alle Menschen haben den Eindruck, dass sie existieren, weil sie sehen, sie hören, sie riechen, sie schmecken, sie erleben irgendwas und sagen immer, ich erlebe das und das. Und sie haben auch den Eindruck, dass sie Akteure sind, sie tun etwas, lesen, schreiben, Häuser bauen, Beruf ausüben, Kuchen backen, was auch immer. Und mit diesem Empfinden, ich bin, ist in aller Regel auch verknüpft so eine Art Idee von ich. Ja, ichs, Menschen, Wesen, Personen, Individuen gibt's, wobei nicht immer klar ist, woher die kommen, woher dieses Ich ist. Manche denken, ja, der liebe Gott hat's gemacht und jetzt bin ich eben da. Er hat mir das Leben geschenkt und deshalb, ja, krebs ich hier rum. Und andere sagen, nun ja, das hat mit dem lieben Gott nichts zu tun, sondern das geht zurück auf die Selbstorganisation der Materie, die irgendwann ein Phänomen hervorgebracht hat, das sich jetzt Ich nennt, als solches erlebt und als solches agiert und denkt. Aber im Kern werden wir sehen oder wissen wir schon, ist das ein Denkmuster. Es hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Denkmuster mal aufzubröseln, da an der einen oder anderen Ecke mal zu gucken, inwieweit da sich das auf einen Wahrheitsgehalt bezieht, prüfen lässt oder einfach nur wirklich ein Denkmuster ist. Und mit diesem Muster will ich auch noch vorab schicken, verbinden sich ja immer besondere Eigenschaften. Also wenn wir an Ich denken, dann unterstellen wir diesem Phänomen auch bestimmte Eigenschaften. Einmal, dass es etwas Ganzes ist, was Einheitliches ist, dass es autonom ist, autark ist, dass es souverän mit sich und dem Leben umgeht, dass es natürlicherweise jeder was ganz Besonderes ist, was Einmaliges ist, ja? Dass auch eine Identität mit diesem Ich verbunden ist, das über lange Zeit oder auf alle Ewigkeit so bestehen bleibt und weitere, ja, Eigenschaften, wo man automatisch sagt, das gehört zu einem Ich dazu. Und das will ich heute Abend mal der Reihe nach untersuchen. Ich fange aber an mit der Frage, woher kommt es denn überhaupt, dass sowas wie Ich-Erscheinungen, Ich-Bilder auftauchen? Buddhisten fragen ja immer nach der Herkunft, nach den Bedingungen, dass bestimmte Dinge einfach da sind. Und da kann ich erinnern an unsere berühmt-berüchtigte M18, die wir schon mal ausführlich besprochen haben. Und der Inhalt dieser Lehrrede ist ja gerade das Entstehen von Erleben. Wo kommt Wahrnehmung, wo kommt das Erleben her? Ich will da nicht viele Einzelheiten ausbreiten, dazu haben wir heute keine Zeit, aber die Kernsätze will ich uns noch mal in Erinnerung rufen. Und die erste Aussage war ja immer, dass das, was wir Erleben nennen, was so spontan plötzlich da ist, im Grunde ein komplexer Vorgang ist, der sich aus mindestens drei Grundkomponenten zusammensetzt. Das ist einmal das, was wir die Sinnesfähigkeiten und die Sinnesdränge nennen. Dann ist das, was wir die Sinnesobjekte nennen. Und dann ist das die Funktion des Geistes, die beides zusammenbringt. Der Geist macht ja nichts anderes, als dass er die Objekte zu den Sinnesorganen bringt oder umgekehrt. Und wenn diese drei zusammenkommen, dann wird dieses Phänomen Berührung genannt. Und bis zu diesem Punkt Berührung ist dieser psychische Prozess etwas, was uns gar nicht bewusst wird,
sondern das bleibt irgendwo im Vorbewussten, im Unterbewussten. Erst nach der Berührung wird das langsam für uns interessant, weil, wie der Erwachte sagt, wo Berührung ist, taucht Gefühl auf. Und Gefühl ist ja das Phänomen, das den Geist wach macht. Das Gefühl sagt, Achtung, da ist was, guck mal. Und mit diesem Gefühl entsteht erstmal das, was man bewusstes Erleben nennt. Das Ich erlebt etwas. Und wenn es das erlebt, dann setzt zugleich der Geist ein, der sammelt und organisiert das, was er erlebt hat. Der denkt darüber hinaus, der denkt darüber nach und macht irgendwas draus. Und je intensiver und länger dieser Prozess des Erlebens und Nachdenkens dauert, umso intensiver ist auch die Erfahrung von Ich und Welt. Denn was ich eben genannt habe, diesen psychischen Prozess, das ist genau der Prozess, in dem Ich und Welt entstehen oder auftauchen, ohne dass man es eigentlich merkt. Und wenn man es merkt, ist es dann im Grunde schon zu spät. Die Weichenstellung, und das müssen wir uns klar machen, die Weichenstellung für den Irrsinn, in dem wir uns befinden, ist das Gefühl. Weil mit dem Gefühl etwas Einheitliches aufgespalten wird. Da gibt es nämlich einen Ort, den nennt man hier. Das ist da, wo gefühlt wird. Das ist da, wo die Sinnesdränge und die Sinnesfähigkeiten vorhanden sind. Und es gibt einen Ort oder es entsteht ein Ort, der dort genannt wird. Da nämlich, wo die Auslöser des Gefühls ausgemacht werden. Es wird hier erlebt, dort erlebt. Und das wird sehr, wie wir noch sehen werden, sehr unterschiedlich gedeutet. Damit, mit dieser Spaltung der einheitlichen Wahrnehmung, ist die Spaltung in Ich und Welt vom Kern her schon passiert. Und je stärker die Triebe und Dränge der Psyche sind, umso stärker ist das Gefühl. Und je stärker das Gefühl ist, umso stärker wird genau diese Trennung von Ich und Welt empfunden. Und das nochmal im Einzelnen, um zu zeigen, wie diese dumme Erscheinung von dieser Spaltung vor sich geht. Da sagt der Erwachte den berühmten Satz, durch Berührung bedingt ist Gefühl, was man fühlt, nimmt man wahr. Wenn man da nicht genau liest und genau hinguckt, überliest man nämlich das Entscheidende. Bis zu dem Punkt, wo es heißt, es entsteht Gefühl, ist nur von unpersönlichen Faktoren die Rede. Und da, wo Gefühl entsteht, da heißt es auf einmal, was man fühlt, nimmt man wahr. Man könnte auch übersetzen, was er oder sie fühlt, nimmt er oder sie wahr. Das heißt, an diesem Punkt, wo das Phänomen Empfindung, Gefühl auftaucht, an diesem Punkt entsteht auch das Phänomen oder die Täuschung, da ist eine Person. Weiter im Text, was man wahrnimmt, also da ist schon das Persönliche mit drin, das denkt man. Und das ist der nächste Schritt ins Abseits, weil der Geist, dumm wie er ist, dann nur anfängt, mit der ganzen Soße zu rühren und da ein Rezept draus zu machen. Der Geist ist nämlich die Sammelstelle all der einzelnen Phänomene, die wir wahrnehmen, der 1000 Objekte um uns herum. Der Geist vergibt Namen, benennt das, benennt jenes, zeigt Zusammenhänge auf, guckt nach Ursachen und Wirkungen, nicht? Entwirft daraus auch noch Theorien, Weltanschauungen, Meinungen, Sichtweisen. Also etwas, was schon himmelweit weg ist von dem eigentlichen Erleben. Und das Dumme bei der geistigen Arbeit ist oft, dass sich der Geist vergaloppiert und die Welt und die Wahrnehmung, das Erleben, missdeutet und einfach zu Fehlurteilen kommt. Und einer dieser Schwierigkeiten oder diese Knackpunkte, die im weiteren Verlauf entstehen,
ergibt sich aus folgender Aussage. Was man denkt, sondert man ab. Was man denkt, sondert man ab. Das heißt zunächst, der Geist beschäftigt sich mit immer mehr Details. Er guckt auf immer mehr Einzelheiten. Er sieht gar nicht mehr das Ganze an sich, sondern guckt nach den Einzelheiten. Er trennt dadurch, was zusammengehört. Und er macht aus einem einheitlichen Erleben, macht er eine Dualität. Und das ist die Dualität von Welt und Ich. Der Geist deutet nämlich das, was da auftaucht, und er deutet es falsch. Er sagt nämlich, ich, das ist der, der erlebt, das Subjekt, die Person, und das, die Welt, das Objekt, ist das, was erlebt wird. Und weil der Geist das so deutet, unterstellt er das, was er deutet, dass das auch real da ist. Er sagt nicht, im Erleben tauchen auf ein subjektiver Teil und ein objektiver Teil. Das sagt er nicht. Das heißt, Erleben lässt er ganz weg, sondern er sagt, es gibt mich, ich erlebe, und es gibt die Welt, und die Welt wird erlebt. Und in diesem Vorgang, den wir nicht mitkriegen, das ist ja das Problem, wir kriegen das Ganze nicht mit, haben die drei Kernbestandteile, die so eine Person ausmachen, eine unheilige Allianz und treiben das Ganze immer wieder voran. Das, was wir Herz nennen, Chitta nennen, das sind diese inneren Kräfte, die produzieren immer neu die Erlebnisse, die Objekte, die Gefühle. Das Gemüt findet immer wieder schön, gerade den Ich-Gedanken auszudenken. Ja, ich bin, ich kann, ich weiß, ich mache, ich bin groß. Und ja, das, was habe ich gesagt, das Herz, Gemüt und der Geist spinnt daraus auch immer wieder neue Theorien. Es gibt ja ganze Philosophien, die sich mit dem Ich beschäftigen. Der Grundirrtum des ungeschulten Geistes ist, dass er völlig unkritisch mit den Ergebnissen des eigenen Geistes hantiert. Er nimmt das, was da hervorkommt, einfach als gegeben. Und dieses Getrenntsein von Ich und Welt nimmt er als selbstverständlich, als normal. Erstens kennt er nichts anderes und zweitens kann er sich nichts anderes vorstellen. Und deshalb meint er, das müsste immer so sein und damit ist die Wirklichkeit, die er sich selbst zurechtgezimmert hat, ein für alle Mal geradezu betoniert und festgezurrt. Und damit komme ich zu einem ganz zentralen Begriff, den der Buddha gebraucht, Sakkaya Ditti. Wir sind ja keine Pali-Spezialisten, aber in dem Fall lohnt es sich wirklich mal, dem Wort ein bisschen näher zu kommen, das ein bisschen aufzudröseln, was sich hinter diesem Wort verbirgt, weil je nachdem, was man darunter versteht, auch die Deutung dieses Wort unterschiedlich ausfällt. Das einmal, Sakkaya Ditti ist das Ganze. Ditti ist die Anschauung, eine Ansicht, eine Meinung, eine Theorie über was. Theorie über was? Über Kaya. Kaya heißt entweder Körper oder Struktur oder Anhäufung. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie der Zusammenhang ist. Und Sa, diese beiden Buchstaben, die haben es in sich, denn die haben dummerweise zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen. Und je nachdem, wie man dieses Sa versteht, wird man Sakkaya Ditti unterschiedlich verstehen und damit auch eine andere Auffassung oder eine unterschiedliche Auffassung in dieser ganzen Angelegenheit haben. Also, was heißt Sakkaya? Sa kann einmal heißen eigen, selbst. Und das im Zusammenhang mit Körper heißt, den Körper als eigen empfinden, zu sich selbst zählen, so tun, als würde man körperlich existieren, als wäre man ein körperliches Wesen. Oder im weiteren Sinne, Körper im weiteren Sinne als die Gesamtstruktur von Persönlichkeit, also inklusive Gefühl, Wahrnehmung,
Aktivität und die Gewöhnung. Dass also Sakkayaditti die Auffassung ist, dieses ganze Fünferstück, das ist eine Person. Sakkayaditti heißt die Ansicht oder der Glaube an eine Persönlichkeit, der Glaube, eine Person zu sein. Sak kann aber auch bedeuten, seiend, existierend, vorkommend, nicht? Da ist etwas vorhanden. So. Dann bedeutet Sakkaya, dieser Körper ist nicht erlebt, sondern er ist tatsächlich da. Er ist real. Sprich, alles, was wir erleben, ist an sich vorhanden, ist aus sich heraus verständlich, ist etwas, was unabhängig ist von psychischen Ereignissen, von Wahrnehmungen, sondern eine Realität per se. Und da könnte man sagen, dass Sakkayaditti der Glaube an die Substantialität, an die Realität von Ich und Welt anknüpft. So, ich habe jetzt mal geguckt, wie das buddhistische Seminar, mit dem wir ja mehr oder weniger verbunden sind, wie die eigentlich mit diesem Begriff umgegangen sind. Und habe festgestellt, dass sie keine einheitliche Meinung dazu gefunden haben, sondern insbesondere PD und Inge haben immer gesagt, also Sakkayaditti ist der Persönlichkeitsglaube. Der Glaube, da ist ein Ich. Und Helmut Hecker hat, glaube ich, gesagt, Persönlichkeitsansicht, also dasselbe in Grün. Nur der Fritz ist ein bisschen da abgewichen. Er hat, das muss ich mal nachgucken, ich merke mir das nicht. Er hat das genannt Seinsdarstellungsansicht. Das Wort ist ein Ungetüm, aber es soll ausdrücken, die Wirklichkeit präsentiert sich so, als ob sie tatsächlich da wäre. So, jetzt muss man sich entscheiden. Man muss sich entscheiden, was ist denn richtig oder was ist falsch. Das habe ich zumindest anfänglich geglaubt, aber ich habe sozusagen die geniale Lösung, was der Buddha manchmal macht, ja, dass es seine Sprachkunst tatsächlich erlaubt, in einem Begriff ganz unterschiedliche Dinge zusammenzuführen. Und damit gar kein Entweder-Oder entsteht, sondern sowohl als auch. Ein Beispiel dafür ist ja der Begriff Sotapatti. Ja, da sagen die einen, ja, das ist die Hörerschaft, was vom Hören kommt. Und die anderen sagen, nein, das ist der Stromeintritt, weil Sota ja auch Strom bedeutet. Ja, aber der Buddha hat ja Pali gesprochen. Na, der ist Sotapatti gesagt. Das heißt, das sind beide Elemente als Deutungselemente mit drin. Und dasselbe gilt auch meines Erachtens für dieses Wort Sakkayaditti. Da kann man einmal drunter sich vorstellen, ja, mich gibt's. Ich bin eine Person. Oder man kann sich drunter vorstellen, ich und Welt sind real, an sich vorhanden, Tatsachen. Beides, egal wo man jetzt den Schwerpunkt hat, beides hat allerdings den Nachteil, dass beides Ditti ist. Eine Anschauung, dummes Zeug, perspektivisch falsch, unsinnig und damit nicht wirklich hilfreich. So, das war die Einleitung und zu eurer Beruhigung, das war der komplizierteste Teil, ja. Aber der Teil, den man sich mal klar machen muss, dass Ich und Welt eben keine Phänomene sind, die an sich vorhanden sind, sondern dass diese beiden Pole entstehen im Prozess des Erlebens, im Prozess der Wahrnehmung. Und wenn dann der Geist falsche Schlüsse zieht und falsche Anschauungen herauszieht, dann entsteht das, was wir heute vor uns haben. Jeder glaubt daran zu existieren und glaubt daran, dass auch die Welt existiert. Was ich im zweiten Teil machen will, ich will jetzt den Wahrheitsgehalt der Ich-Bilder mal anschauen. Also wir alle tragen Ich-Bilder mit uns herum und ich will die einzelnen Facetten davon mal aufs Tapet bringen und mal anschauen, wie realistisch ist das. Denn all diese Bilder sind falsch einerseits,
andererseits unglaublich zäh. Man kriegt sie nicht aus dem Kopf, nicht aus dem inneren Empfinden heraus. Und es ist die Aufgabe. Gerade das ist die Hauptaufgabe, diese falschen Bilder zu entlarven, weil sie unendlich negative Konsequenzen haben. Ich fange an mit dem Punkt Einheit. Unsere Sprache verführt uns ja dazu, uns als Individuen zu bezeichnen. Selbst wenn man kein Lateiner ist, weiß man, was ein Individuum ist und hat vielleicht gelernt, dass Individuum heißt etwas Unteilbares, etwas Einheitliches, etwas Ganzes. Aber jeder normale Mensch weiß bei näherem Hinsehen, dass der Mensch gar nichts Einheitliches ist. Schon bei der Betrachtung des Körpers wird einem sehr schnell deutlich, dass das ein Konglomerat von tausend verschiedenen zusammengewürfelten einzelnen Komponenten ist. Jeder weiß, welche Organe er hat, das Knochen dazugehören, das Haut, Haare und was nicht alles dazugehört. Oder wenn man es etwas abstrakter betrachten will, wenn man von Einzelheiten weggeht, abstrakt schaut, was ist der Körper? Ja, er ist zusammengesetzt von festem, von flüssigem, von temperiertem und von gasförmigem. Und selbst wenn man diesen Teil weglässt, sagen wir, den Menschen als Ganzen anguckt und die eigene Kultur mal reflektiert, da haben wir als Kind schon gelernt, dass der Mensch eine Dreiheit ist. Körper, Seele, Geist haben wir das damals genannt. Ja? Das Verrückte ist, dass jeder, ich bin vorsichtig, fast jeder das weiß, dass wir zusammengesetzt sind, nichts Einheitliches. Aber trotzdem haben wir permanent den Eindruck, dass wir irgendwas Ganzes sind, etwas, was man einer Einheit zuführen kann. Und das ist natürlich die große Aufgabe des Dhamma, hier einen korrigierenden Blick sich anzugewöhnen und mal anzufangen, die eigene Person unter dieser Perspektive mal genau anzuschauen. Und das gibt es in einer klassischen Passage auch nachzulesen, die ich gerne im Original auch euch zitieren möchte. Da gab es ein Gespräch zwischen einer Nonne Dhammadina, hieß die, und ihrem früheren Mann Visakha. Und der fragt: Ehrwürdiger, man spricht von Persönlichkeit. Was wird denn vom erhabenen Persönlichkeit genannt? Ja, Freund Visakha, die fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, die werden vom erhabenen Persönlichkeit genannt. Das heißt, die Daseinsgruppe der Form, die Daseinsgruppe des Gefühls, der Gestaltung und des Bewusstseins, an denen angehaftet wird. Diese fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, werden vom erhabenen Persönlichkeit genannt. Das ist praktisch eine Dauerübung, sich immer mal wieder klarzumachen, dass dieses scheinbar Ganze ein Zusammenspiel dieser fünf Grundkomponenten ist. Form, was wir Materielles nennen, Gefühl, Wahrnehmung, das Wollen, Aktivität und die ganze Dynamik, die da drin steckt. Das ist, wenn man so will, das oder ein Hauptanalyseinstrumentarium, das uns der Buddha an die Hand gibt, der nichts anderes zur Aufgabe hat, diese Ich-Identifikation zu erodieren und zum Erodieren zu bringen. Weil wenn du immer guckst auf Teile, wirst du dadurch sehen, dass das Ganze eine Art Illusion ist. Nächster Punkt, Identität. Und da scheint mir, haben wir ein Problem dadurch, dass wir, ob wir es wissen oder nicht, mehr noch von christlichem Gedankengut geprägt sind, als wir das wirklich glauben. Und da haben wir immer mal mitgekriegt, dass der Mensch eine ewige Seele hat. Ja? Das ist die Idee von etwas, das nie vergeht. Auch ein Christ weiß, dass der Körper sich wandelt, dass vieles entsteht, sich
verändert und irgendwann mal wieder verschwindet. Aber bei dem Innersten vom Innersten, da wird Seele dazu gesagt, da heißt es, das ist dauernd. Das besteht nicht nur über diesen Tod hinaus, sondern es besteht in aller Ewigkeit. So. Und damit korrespondiert ein Begriff, den wir gerne verwenden, den Begriff des Selbst. Weil Selbst, das Selbst, ist ja genau das, was immer dasselbe bleibt. Was sich eben nicht verändert, was dauerhaft mit sich identisch ist. Jetzt kommt der Buddha wieder und sagt, na gut, lass uns das doch mal anschauen. Wir sprechen davon, ich bin. Lass uns doch mal gucken, was dieses Bin eigentlich ist. Und er sagt, wo ihr was Statisches, was Festes unterstellt, da gibt es nichts anderes als Werden und Vergehen. Nicht alles, ich bin einer Person, ist nichts anderes als ein dreifach unterschiedlicher Prozess. Dieses Sein, das scheinbar Statische, ist nur ein Vorgang, der sich auf drei Ebenen manifestiert. Das sind die drei Sankara. So, wie werden die bezeichnet? Einmal Kaya Sankara. Der wird als Beispiel immer genommen, einatmen und ausatmen. Da kann man es am deutlichsten sehen. Der Mensch ist nichts anderes als einatmen und ausatmen, weil das der Urgrund ist für alle biologischen, alle physiologischen, alle körperlichen Prozesse. Gucken wir weiter. Spricht der Buddha von sprachlicher Bewegtheit. Und er nennt es Vitakka Vichara, Sinnen und Erwägen oder Erwägen und Sinnen. Das ist all das, was wir Denken nennen. Das ist der zweite Teil. Es denkt permanent. Da ist nichts, was still steht, sondern es ist immer Bewegung auf der körperlichen Ebene und auf der Ebene des Geistes. Und last but least, Citta Sankara, die Bewegtheit des Herzens. Und die definiert der Buddha als das permanente Entstehen, Auftauchen von Gefühlen und Wahrnehmungen. Wenn wir da jetzt suchen, wo ist denn das Ich Bin, werden wir immer nur diese drei Aspekte von Werden finden, also von Entstehen, Veränderung und Vergehen. Und die geeignete Übung dazu ist, brauche ich gar nicht besonders zu betonen, jetzt nicht die Betrachtung der fünf Kanda ihrem Wesen nach, sondern die Betrachtung der fünf Kanda als vergängliche Phänomene, also die Anicca-Betrachtung. Ich sagte vorhin schon, wir wissen im Grunde alle, dass die Dinge nicht bleiben, aber wir wissen es nur, aber wir sehen es nicht. Wir haben es nicht unmittelbar sichtbar vor Augen. Und das ist das, was diese Übung soll, weil diese Betrachtung von Vergänglichkeit entsprechend intensiv und lange trainiert, vermag zweierlei. Es wird einmal die Ich-Idee in unserem Kopf wie wegblasen und sie wird gleichzeitig auch das immer noch bestehende Ich-Empfinden irgendwann mal zum Verschwinden bringen. Bei dem Buddha hört sich das so an. Ihr Bhikkhus, Form ist vergänglich, Gefühl ist vergänglich, Wahrnehmung ist vergänglich, Gestaltungen sind vergänglich, Bewusstsein ist vergänglich. Form ist nicht selbst, Gefühl ist nicht selbst, Wahrnehmung ist nicht selbst, Gestaltungen sind nicht selbst, Bewusstsein ist nicht selbst. Alle Gestaltungen sind vergänglich, alle Dinge sind nicht ich. Das ist die Kernaussage auf den Satz der Identität und der ewigen Seele. Kommen wir zu einem Aspekt, den ich Souveränität nennen will. Mir ist in der Vorbereitung des Vortrages eine alte Karikatur mal wieder in die Hände gekommen. Sitzt ein Mann und eine Frau, sitzen am Tisch. Die Frau macht Kreuzworträtsel und fragt ihren Mann, Weltmacht mit drei Buchstaben.
Da fällt einem USA ein, ne? Sagt der Mann, USA. Weltmacht mit drei Buchstaben, ich. Und damit ist wunderbar ausgedrückt, was wir mit ich eigentlich verknüpfen. Ich kann, ich weiß, ich mache, ich bin ein toller Typ, ich bin souverän, ich habe Einfluss, ich habe Macht, ich habe Autorität. Auch das ist etwas, wo der Buddha sagt, langsam, lasst uns doch mal angucken, wie es damit aussieht. Lass uns doch mal einen näheren Blick drauf werfen. Da gibt es auch eine sehr schöne Lehrrede, wo das thematisiert wird. Da ist nämlich ein, wie soll man den nennen, ein Nigante, also ein Anhänger einer konkurrierenden Sekte von damals. Und es war ein sehr guter Disputierer, ein sehr guter Logiker und war auch sehr öffentlich aktiv und sehr von sich eingenommen. Und der sagte, also wenn mit mir einer diskutieren will, der wird gleich anfangen zu zittern. Alle zittern, wenn sie mit mir reden, und selbst der Pfosten da drüben, der würde zittern, wenn der mit mir reden sollte. Ja, der Buddha sagt, komm doch, lass uns doch mal zittern zusammen, so ungefähr. Und dieser Satchako, so heißt er, der hat natürlich auch eine Meinung, wie das mit dem Ich so sein soll. Ich behaupte dieses, Meister Gotamo, Form ist mein Selbst, Gefühl ist mein Selbst, Wahrnehmung ist mein Selbst, und genauso die Gestaltung und das Bewusstsein, all das ist mein Selbst, das behaupte ich, und das tut auch die große Masse hier. Und da wird ja auch was ausgedrückt, was gar nicht so falsch ist. Denn in manchen kann man das ja nachvollziehen. Der Mensch kann mit Tatkraft und Einsicht schon das eine oder andere bewirken. Wir sehen ja, was der Mensch aus seiner Umgebung gemacht hat. Und gerade im Zuge des technischen Fortschritts ist einiges da passiert, dass man sich schon vorstellen kann, ja, der Mensch kann das. Da sagt der Buddha, okay, was meinst du denn? Nee, er fragt erst anders. Er sagt, stell dir doch mal vor, wie ist denn das, wenn da ein Land ist, da sitzt ein König an der Spitze, kann der in seinem Reich machen, was er will? Sagt er, selbstverständlich, ist doch der Boss. Kann der jemanden verbannen? Kann der jemanden bestrafen? Kann der jemanden enthaupten lassen? Ja, natürlich, das kann der. Ist ja der Herrscher des Landes. Und selbst Leute weiter unten in der Hierarchie, die können das auch. Okay, dann lass uns doch mal gucken, wie das mit dem Ich aussieht. Was meinst du, Agivesana, wenn du sagst, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein ist mein Selbst? Übst du dann irgendwelche Macht dieser Art über jene Form aus, dass du sagen könntest, meine Form soll so sein, meine Form soll anders sein, meine Form soll nicht so sein? Nein, Meister Gotama. Das ist der entscheidende Punkt. Jeder Herrscher hat im Rahmen seines Herrschaftsbereichs Einflussmöglichkeiten, kann Dinge bestimmen. Und die Frage ist, welche Machtvollkommenheit haben wir denn in Bezug auf das eigene Ich? In Bezug auf das, wo wir das meiste Interesse haben und wo wir sozusagen auch am nächsten dran sind, bei uns selbst. Wie sieht es denn da aus? Im Grunde kläglich. Wir können nicht mal sagen, ach, ich wäre gern 10 cm größer. Sagen können wir das schon, aber dieser Körper wird sich nicht danach richten. Oder nochmal 10 Jahre jünger oder 10 Pfund schwerer oder 10 Pfund leichter oder blond oder schwarz. Das können wir alles sagen und wollen. Unser Ich, in Anführungsstrichen, reagiert überhaupt nicht. Tut gar nicht, was wir sagen. Und wenn wir unserem Gefühl sagen, aber heute bist du mal angenehm. Ja? Heute will ich mal ein angenehmes Gefühl. Ja, Pustekuchen. Oder unsere Wahrnehmung. Heute will ich nur Schönes erleben. Ja, wer kann das? Ja? Das heißt, alle 5 Daseinskomponenten, zu denen wir Ich sagen, entweder zu allen oder zu dem einen oder anderen, alle diese 5 Komponenten machen, was sie wollen, aber nicht, was wir wollen, nicht, was das sogenannte Ich sagt. Und damit haben wir einen Eindruck, was wir da auf unserem eigenen Gebiet, in unserem eigenen Herrschaftsgebiet für Ansprüche und Machtvollkommenheiten haben, nämlich keine. Wir sind nicht Chef im eigenen Laden. Sondern die Dinge
erfolgen nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Noch was Schönes ist die Einmaligkeit und die Besonderheit. Wir sind ja alle was ganz Besonderes. Und das kommt auch ein bisschen aus dem christlichen Gedankengut, wo ja immer wieder gesagt wird, ja, die Einmaligkeit der Person ist etwas, was auch der da oben zu verantworten hat. Der hat das so gewollt. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Gemeindebrief hier von der evangelischen Kirche im Kasten gehabt. Da habe ich ein bisschen geblättert und einen schönen Satz gefunden. Da schreibt eine Frau: Jeden Einzelnen hat Gott gewollt, geschaffen und einmalig gestaltet. Und dann sagt sie, das führt zur Unverwechselbarkeit von heute rund 7,75 Milliarden Menschen. Da wird man spontan sagen, ja, das ist doch so. Gucken wir uns nur mal hier um. Ja? Da sieht schon mal jeder anders aus. Jeder ist anders gekleidet, jeder hat ein bisschen was anderes im Kopf, hat ein bisschen andere Empfindungen, Erfahrungen und nun. Stimmt doch. Nur, dass hier erstmal gesagt wird, der Chef im Himmel hat sich die Mühe gemacht, ja, immerhin, überlegt das, schon mal 7,75 Milliarden Menschen, was das für ein Aufwand bedeutet, jeder ein bisschen anders. Das ist doch irre. Ja. So, ja, was sagt der Erwachte dazu? Der sagt, guckt euch doch mal die Anfanglosigkeit des Daseins an. Und da werdet ihr feststellen, dass ihr alle von Anfang der Zeiten, die ohne Anfang waren, habt ihr alle schon alle Rollen gespielt. Ihr habt alles schon an Höhen und Tiefen erlebt. Ihr habt alles schon an zwischenmenschlichen Beziehungen, Verwandtschaftsbeziehungen und so weiter gehabt. Ihr habt sozusagen alles schon mal erlebt. Nur nacheinander zeitlich versetzt. Ja. Was ihr auch erblicken mögt an übel gewordenem, übel geratenem, als gewiss kann da gelten, auch wir haben solches erfahren auf dieser langen Lebensbahn. Was ihr auch erblicken mögt an Wohlbefinden, Wohlgedeihen, als gewiss kann da gelten, auch wir haben solches erfahren auf dieser langen Laufbahn. Und warum das? Unausdenkbar ist der Anfang und das Ende dieser Wandelwelt. Ein Anfangspunkt ist nicht zu erkennen bei den vom Wahn gehemmten, durstverstrickten Wesen, die im Samsara umhertragen. Was heißt das? Das bedeutet doch, dass die Momentaufnahme der Verschiedenheit als Momentaufnahme richtig ist. Aber diese individuellen Eigenschaften habe ich heute, morgen andere, gestern auch andere und im Laufe der Zeit alle anderen Identitäten, die es gibt. Und dasselbe gilt für euch auch. Das heißt, alle haben schon alle Identitäten gehabt, sind im Kern also alle gleich. Nur in unserem wahnhaften Erleben ist es so versetzt, dass wir das als Unterschiedlichkeit empfinden. Bedeutung und Wertschätzung der Person. Was halten wir von uns selbst? Ein schönes Gespräch von König Parsenadi mit seiner Frau Malika. Da geht es um den Stellenwert des Ich für uns selbst. Und er fragt seine Frau: Gibt es eigentlich für dich etwas, das dir lieber wäre als das eigene Selbst, Malika? Für mich gibt es nichts, das mir lieber wäre als das eigene Selbst, großer König. Gibt es denn für dich etwas, was dir lieber wäre als das eigene Selbst? Auch für mich gibt es nichts, was mir lieber wäre als das eigene Selbst. Vielleicht hat er erst mal erwartet, dass er sagt, ja, du natürlich. Und sie natürlich auch, du. Aber hier geht es nicht um Meta-Dinge oder so, wo ich, du, Gleichheiten, wo man solche Begrenztheiten überschreiten kann. Hier geht es wirklich um Pia, was man mag, was man liebt, was man sozusagen sinnlich braucht und haben will. Wenn man da guckt, letztlich bin ich es immer. Naja, jedenfalls war Parsenadi erstmal verblüfft über dieses ehrliche Gespräch und er konnte es nicht so ganz glauben.
ist zu dem Buddha gegangen, hat das Gespräch geschildert und gefragt, nun, wie ist es denn wirklich? Und der Buddha sagt, ja, es ist genau so. Jeder hat erstmal das Empfinden bei und für sich selbst. Das ist der Kern, das ist das Wichtigste. Und es ist auch nachvollziehbar, warum das so ist. Wir haben ja vorhin gehört, dass das Gefühl immer an dem Ort auftaucht, wo wir ich sagen. Und das Gefühl will ja entweder so bleiben oder anders werden. Und der Körper ist ja der Teil, wo wir sagen, ich. Und der Körper ist erlebt, empfunden als das Instrument für die Selbstverwirklichung, als Instrument für Glück und Befriedigung. Und da kann man nicht anders als spontan immer denken, ja, hier ist das Schlachtfeld, wo die entscheidenden Schlachten des Lebens geschlagen werden. Und das ist mir deshalb das Wertvollste und das Entscheidendste. Aber der krasse Gegensatz besteht eben in dieser Fehleinschätzung, dass man hier bei dem sogenannten Ich glaubt, die Quelle des Glücks zu haben oder zumindest den Ansatzpunkt dafür. Aber in Wirklichkeit kann man das gerade da nicht finden. Was glaubt ihr denn, fragt der Buddha, ihr Mönche, sind Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und Bewusstwerden unvergänglich oder vergänglich? Die Fragestellung hatten wir schon mal, aber die wird jetzt in eine gewisse Richtung gelenkt. Ja, vergänglich, sagen die Mönche. Was aber vergänglich ist, ist das leidvoll oder freudvoll? Leidvoll. Also die wir unser Ich als die Quelle möglichen Glücks empfinden, müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Ich nie die Quelle des letztendlichen Glücks sein kann. Warum? Weil die Dinge veränderlich sind. Das, was wir zur eigenen Person rechnen, hält nicht länger als 80 Jahre. Und was wir zur Welt, zu den Objekten der Welt rechnen, die uns ja befriedigen soll, die halten auch nicht lange. Und da Wunsch und Glückssehnsucht immer auf Dauer angelegt sind, das ist so ein Trall, das will sich verewigen. Da ist alles, was eben wandelbar ist, keine Quelle von Freude, sondern immer Quelle von Dukkha, immer Quelle von Leid, weil alles vergeht. So, das waren ein paar Ich-Bilder. Und ich glaube, ihr habt schon gesehen, dass die allermeisten, die wir so mit uns herumschlecken, dass die sich doch bei näherem Hinblick ein bisschen als brüchig erweisen. Und ich will in einem letzten Teil nochmal untersuchen, was denn diese Anschauungen, diese Dittis, was die sozusagen in der Existenz generell bewirken. Denn falsche Anschauungen, da reden wir ja, sind eben nicht nur falsche Anschauungen, sie sind nicht nur im Geist als Idee präsent, sondern sie sind auch immer im Citta verankert. Sie sind eben nicht nur bloße Vorstellungen, sondern sie sind festsitzende, alte, zähe Gewohnheiten. Und das ist der Grund, warum der Buddha Sakkaya Ditti als die erste von 10 Fesseln bezeichnet. Also Sakkaya Ditti ist eine Fessel, ist eine Verstrickung. Und das bedeutet ja, dass sie eben nicht nur eine fixe, blöde Idee ist, sondern diese fixe, blöde Idee uns permanent und auf Dauer an die Welt, an das Dasein, an die Existenz und damit auch an Dukkha kettet. Sakkaya Ditti ist eine Kraft. Durch Wiederholung, ständige Wiederholung derselben Idee, derselben Vorstellung, entsteht eine tiefe, tiefe Kraft, die uns an die Welt bindet. Und das primäre Klebemittel ist eben der Glaube, ich bin. Weil hinter diesem Glauben steht, dass man die Dränge des Herzens, wenn sie denn auftauchen, wenn Verlangen auftaucht, dass man die als ich bezeichnet, sie oder man sich mit ihnen identifiziert. Und
mit was man sich identifiziert, das will man ja doch gar nicht auflösen. Wenn ich euch jetzt sage, also hör mal, alle eure Ich-Ideen sind eigentlich für einen Papierkorb. Ja. Wenn das um irgendwelche abstrakten Dinge geht, würdet ihr vielleicht sagen, okay, hast recht. Aber wenn ihr euch mit diesen Dingen identifiziert, ich bin was Besonderes, ich bin ewig, ich kann alles. Wenn man sich mit diesen Dingen identifiziert und es kommt dann einer und sagt, ist ganz anders, wird man das nicht akzeptieren. Was man nicht auflösen will, kann man nicht auflösen. Und da ist unser Teufelskreis, solange wir auf dieser Anschauungsebene uns befinden und sagen, ja, so ist es, ist keine Chance, davon runterzukommen. Und die Auflösung der ersten Verstrickung, Sakkaya Ditti, ist gerade das Auflösen erstmal dieser falschen Anschauung. Und das Verrückte dabei ist, es geht eben nicht, indem man jemanden einen Vortrag hält und dann sagt, so, jetzt weißt du es. Sondern man hat es gehört und es ist geradezu abgeperlt, wie nicht da. Deshalb ist es auch ein komplizierter, langwieriger Vorgang, diese falsche Sichtweise auszuradieren, die der Erwachte auch nie im Frontalangriff angegangen ist, sondern hat immer sozusagen Low Level auf einer ganz anderen Ebene angefangen, nämlich auf der Ebene der vier hinführenden Lehre. Also die Lehre vom Geben, von Ethik, von himmlischem Dasein, von Übersteigen der Sinnwelt. Warum? Weil da auf einer sehr praktischen Ebene das Ich-Phänomen in Frage gestellt wird und minimiert wird. Nehmen wir nur mal das Beispiel Geben. Wenn ich etwas abgebe, ist in dem Moment ein anderer da, der was von mir kriegt. Das hat sehr viel mit Ich zu tun. Weil dann bin ich nicht mehr der Alleinige, um den es geht, sondern ich entdecke, da ist ja noch einer. Und ich kann vielleicht auch die Wünsche meines Ich ein bisschen reduzieren und abgeben. Und alle diese hinführenden Lehren sind nichts anderes als fortgesetzte Versuche, das Ich abzuschleifen, kleiner zu machen auf der Verständnisebene und auf der praktischen Ebene. Und wenn das gelaufen ist, und Klammer, das läuft in unserer westlichen Welt heute schon mal gar nicht mehr. Diese vorbereitenden Lehren werden schon nicht mehr akzeptiert. Sondern wenn das erstmal in aller Tiefe vollzogen ist und der Buddha sagt, so, jetzt ist der Typ da, jetzt ist der reif. Dann erst hat er über die Dinge geredet, über die wir heute sprechen, nämlich über die Frage des Anatta bzw. des Atta. Dann erst wurde diese Fessel geknackt oder sagen wir zumindest angeknackt. Und auch da ist klar, selbst auf dieser Ebene, dass man innerlich, psychisch, mental, intellektuell vorbereitet ist, diese tiefe Lehre zu verstehen, reicht es ja nicht aus, wenn man sie einmal gehört hat. Dann ist das nämlich nur ein Datum, ein richtiges Datum, neben 100.000 anderen falschen Daten, die wir auch in unserem Kopf haben. Es muss also darum gehen, das, was man als erkannte Wahrheit aufgenommen hat, auch so zu wiederholen, so zu vertiefen, dass das wie so ein Hefeteig sich langsam ausbreitet und den ganzen Geist durchwirkt und am Ende wirklich dominierend ist. Also maßgebende Auffassung ist. Und dazu kommt, dass es nicht nur ein intellektuelles Anliegen sein darf, sondern man muss es auch für sich verbindlich machen. Es muss der Maßstab sein oder der Maßstab werden für das eigene Leben. Und das Letzte, diese Nicht-Ich-Auffassung müssen auch im Leben wiedergefunden werden. Diese Ansicht, ich bin, wird nur zerfallen, wenn man auch im Alltag merkt, dass die Ich-Ansichten nicht greifen, dass das nur Denkmuster sind, aber mit der Realität nichts zu tun haben. Und auch hier eine Übung, die der Buddha empfohlen hat. Hier im Falle hat er mit seinem Sohn Rahula über diese Dinge gesprochen und ihm das eingeschärft.
was da auch immer, Rahula, an Form da ist, vergangene, künftige, gegenwärtige, eigene oder fremde, grobe oder feine, dürftige oder vorzügliche, weit entfernt oder in der Nähe. Jegliche Form ist der Wirklichkeit gemäß mit vollkommen klarem Blick so zu betrachten. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Also das wäre das Mantra, das man sich immer wieder vor Augen führt, damit aus dem bloßen Wort, das bin ich nicht, das gehört mir nicht etc., auch das Empfinden wird und die Wahrnehmung wird, jawohl, das ist wirklich so. Das ist der entscheidende Punkt, wo diese falsche Ansicht angeknackt ist und damit die Möglichkeit des Stromeintritts eröffnet wird. Alles vorher ist eben nur Anlauf nehmen. Und hier beginnt sozusagen die entscheidende Weichenstellung in der Existenz. Und das ist die wichtigste Weichenstellung der Existenz, weil es da nicht nur in eine andere Kurve irgendwo hingeht, sondern jetzt die Weiche gestellt wird auf Raus. Und diese Einsicht hat der Erwachte an einer Stelle auch als das höchste Glück bezeichnet. Also was alles von uns schon in diesem Leben an Freude, Befriedigung und Glück und Wohlsein erlebt worden ist. Das mag vieles sein und samsarisch gesehen war das schon sehr, sehr viel. Steht aber in keinem Verhältnis von der Qualität und der langfristigen Wirkung von diesem Anblick, von diesem Wahrheitsanblick, der das höchste Glück ist. Wenn ihr noch könnt, eine kleine Unterscheidung, die ist wichtig. Weil der Buddha nicht nur von Sakkaya Ditti spricht, von der richtigen Anschauung, sondern auch von Asmi Mano. Sakkaya Ditti war die falsche Theorie über mich. Und da könnte man sagen, wir machen mal ein intensives Wochenseminar und am Ende des Wochenseminars haben wir die falsche Theorie beseitigt. Das kann man hinkriegen, wenn man entsprechende Vorbereitung hat. Aber damit ist noch nicht weg, was Asmi Mano genannt wird. Asmi Mano ist das unmittelbare Empfinden. Ich bin trotzdem. Ja, das ist ja das Verrückte. Da hat man auch 100-mal gehört und auch akzeptiert. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Und jetzt gehe ich in die Küche und trinke ein Bier. Ja, das empfinde ich, bin hier. Und da soll man sich deshalb nicht täuschen lassen. Man kann Sakkaya Ditti überwunden haben und wird trotzdem noch lange, lange, lange Zeit dieses unmittelbare Empfinden haben. Ich bin da. Und das weicht ganz erst kurz vor der Heiligkeit. Also das bleibt uns lange enthalten. So, wir sind beim Stromeintritt und haben die erste Fessel sozusagen jetzt beiseite getan. Aber zum vollen Stromeintritt braucht es eine zweite Fessel noch, die auch weg muss. Die wird Vichikicca genannt, deutschen Zweifel oder Zweifelsucht. Im Wort steckt das Problem schon drin. Zwei, das ist nicht eins, sondern es sind zwei Dinge, zwei Möglichkeiten, entweder richtig oder falsch oder gut oder schlecht. Man kann das tun, man kann jenes tun. Was also machen? Und da sagt der Buddha zunächst, du Zweifel bei zweifelhaften Dingen ist doch in Ordnung. Nicht, wenn man nicht weiß, ist es 3 Uhr oder 4 Uhr oder geht der Zug um 5 oder um 6, ist ja nichts Schlimmes. Da ist Zweifel doch der Ausgangspunkt für Erkenntnis. Man kümmert sich drum und erfährt das. Aber Zweifel als Hemmung, nein, hier ist es eine Verstrickung, gar eine Fessel, ist etwas sehr viel tiefer Sitzendes. Es ist, wenn man die Wahrheit, die einem begegnet, prinzipiell bezweifelt. Das soll ein Buddha sein? Naja, glaube ich nicht. Es war bestimmt eine große, bedeutende Persönlichkeit, aber mehr nicht. Und Dhamma, die Wahrheit, was konnten die damals schon wissen? Ja, im alten Indien vor 2500 Jahren. Und Sangha, ja, sind da auch nur Menschen. Also Wahrheit lässt man nicht an sich heran, selbst wenn sie auftaucht.
Es ist eine innere Abwehr, weil man die Wahrheit nicht erkennen will und deshalb Widersprüche sucht oder Dinge, die nicht ganz zusammenpassen, nur um diese Wahrheit nicht beachten zu müssen, um ihr nicht folgen zu müssen. Und das Tiefste dabei ist, das Schlimmste dabei ist, wenn einer sagt, ja, wir können als Menschen die Wahrheit überhaupt nicht erkennen. Die bleibt uns auf immer und ewig verborgen. Wahrheit ist nur bei Gott. Der Mensch kann sich allenfalls annähern, aber die Wahrheit ist uns verschlossen. Wenn das der Fall ist, dann ist Zweifel wirklich eine starke Bindung an die Existenz, weil man nicht glaubt, dass es eine Alternative gibt, wird man sie auch nie suchen und anstreben. Und das gilt natürlich besonders für die Anatta-Lehre. Ja? Ich würde sagen, Zweifel ist aufgrund einer Herzensverfassung die falsche Richtung, die falsche Ausrichtung des Geistes. Aber nicht nur aus sich, sondern weil das tief im Herzen verankert ist. Und warum wehrt sich das Herz gegen die Wahrheit? Ja, weil es sich selbst in Frage stellt. Ein Ich, das der Frage nachgeht, gibt es mich überhaupt? Sag mal ein bisschen platt. Wer daran sich bescheuert? Ja? Das Herz wehrt sich dagegen, weil es entlarvt wäre, weil es das eigene Todesurteil unterschreibt. Weil alle Sinnensüchtigkeit, die wir haben, sich selbst verurteilt. Weil jedes Ich-Empfinden sagt, weg damit, in den Papierkorb, in den Schredder. Das ist der tiefste Punkt, warum wir die Wahrheit nicht an uns heranlassen wollen, obwohl wir die intellektuellen Fähigkeiten hätten, weil wir eine innere Blockade haben. Und das Letzte, dass wir die dritte Fessel, ist die Überbewertung von Verhaltensweisen. Ich sagte ja, dass Ich und Welt immer zusammen auftauchen. Wo ich bin, ist Welt. Und das Ich erwartet was von der Welt. Es sucht ja dort seine Befriedigung. Und die Welt ist meistens nicht so, wie man sie braucht. Also muss man sie verändern, muss sie umgestalten, muss sie so machen, dass sie passt. Und da ist die Krux drin, weil diese Art von Fessel bedeutet, ich bin in der Lage, mit großer Anstrengung natürlich, mit viel Mühe und Suchen, die Welt so zu gestalten, dass alle Probleme gelöst sind. Also der Himmel lässt sich auf Erden realisieren. Das ist die Sucht nach Weltverbesserung. Die Sucht nach Einsatz. Da gibt es viele Menschen, die im Bereich, sagen wir, von Politik, von Wissenschaft, vom sozialen Engagement nichts anderes tun, als sich ihr Leben lang damit zu beschäftigen, die Welt in Ordnung zu bringen. Das ist ein guter Glaube, das ist eine wirklich tolle Sache. Für mich und andere will ich das in Ordnung bringen. Aber es ist eben eine Überschätzung der Möglichkeiten mit Aktivitäten, mit Tun, Denken, Reden und Handeln, die Probleme der Existenz zu lösen. Und buddhistisch betrachtet gibt es zwei Fehleinschätzungen von diesen Aktivitäten. Man kann sie einmal unterschätzen, speziell die Silas. Ah, da kommt es ja nicht besonders drauf an. Das ist ja eh, machen wir doch eh. Worauf es ankommt, sitzen, meditieren, nur meditieren. Warum irgendwie aktiv sein? Oder die Intellektuellen. Ja, wenn ich es verstanden habe, reicht es mir schon aus. Rest ist okay. Es wäre Unterschätzen von Aktivität. Und man kann sie überschätzen, das habe ich eben, glaube ich, deutlicher gemacht, dass man zu viel erwartet. Und der mittlere Weg ist, in der Erwachte lehrt, Aktivitäten, im Besonderen Sila, beachten, aber unter dem Aspekt, dass diese rechte Verhaltensweise dazu führt, dass das Herz einig wird, dass Herz und Geist zur Ruhe kommen. Und was passiert dann? Man sieht die Dinge klar. Und wenn die Dinge klar sehen, sieht man genau das, worüber wir heute Abend gesprochen haben. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. So, wenn diese drei Fesseln beseitigt sind, dann ist der Stromeintritt, wenn man so will, vollkommen.
mit der Beseitigung von Sakkayaditti fängt es an. Und mit der Beseitigung der Überschätzung von Tugendwerk, so sagt Norman, ist es sozusagen vollendet. Und damit ist erst die Sicherheit erreicht, dass all das, worüber wir jetzt theoretisch gesprochen haben, dieser ganze Umschichtungs- und Abschichtungsprozess einen solchen Verlauf nimmt, dass er nicht mehr gestoppt werden kann und am Ende das erreicht wird, was das Ziel der buddhistischen Praxis ist, nämlich das Ende von Dukkha. Und da hat Sakkayaditti, das war der Schwerpunkt des heutigen Abends, hat eine besondere Rolle, weil das am Anfang angegangen werden muss und schon die beiden folgenden Fesseln, also Zweifel und die Überschätzung von Aktivität, die fahren sozusagen im Schlepptau der ersten mit. Wenn der erste falsche Anschauung fällt, dann können die anderen sich auf Dauer nicht halten und sind auch weg. Und mit den ersten dreien ist zugleich auch das Todesurteil für die anderen noch verbleibenden sieben Fesseln, die ans Dasein ketten, gesprochen. So, so viel dazu.